Aber guck mal hier, die Fische. Guck mal. Hallo. Die essen doch kein Brot. Klar essen die Brot. Enten füttert man ja so klassisch mit Brot, aber Fische. Hast du noch nie Fische gefüttert? Nee. Ich weiß ja nicht, wo die aufgepasst hat in der Schule, so, aber man angelt auch mit Brotfische. Das gibt es, ne? Nein. Keiner kommt. Keiner hat Bock auf diese Krümel. Die haben schon irgendwie alles schon gegessen hier. Also, Isa, haben wir den Amazon-Bumerang? Ich glaube schon, dass wir irgendwann demnächst auf jeden Fall hochgehen werden. Glauben wir? Ja. Ich habe mich so auf Amadou fokussiert, weil ihn finde ich sexuell sehr anziehend. Ja. Also heute Abend? Wenn ich nicht mit dir da oben lande, wenn wir ein Perfect Match sind, dann. Kann man schon mal anfangen, ne? Schon mal vielleicht heute Abend. Boomer Room, sag niemals nie. Ja. Da oben ist man halt ungestört. Ich meine, unter der Decke so geht ja schon immer mal was. Ja, was denn? Ja, so Standardsachen halt, weißt schon. Ein bisschen befummeln, würde ich sagen. Alles mal abchecken. Aber auch nicht nur unter der Decke, sondern auch schon in der Dusche. Passt auf jeden Fall alles. Ich bin sehr zufrieden, kann man mitarbeiten. Aber glaubst du, ihr seid ein Perfect Match? Bei Amadou glaube ich es irgendwie nicht, weil halt eben zwei in meinen Augen wichtige Aspekte nicht passen. Er hat halt gesagt, dass für ihn auch diese weite Entfernung überhaupt nicht in Frage kommt eigentlich, weil Köln-München ist ja schon sehr weit. Vor allem, er hat auch schon so gesagt, er ist so jemand, er hat keine Internet-Flatrate, sondern wenn, dann nur Internet, wenn er im WLAN ist. Und, Sparfuchs. Und er mag keine Sprachnotizen und so. Und man soll lieber so mal kurz eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder eine SMS. Und ich bin halt so jemand, mir ist dieses Persönliche so krass wichtig. Da würde ich mir an deiner Stelle sehr gute Gedanken machen. Warum keine Sprachnotizen? Ja, er meint, er kann das dann nicht direkt. Eine Freundin draußen oder sowas, keine Ahnung. Ist ja schon ein bisschen, ich glaube, der hat ein bisschen Dreck am Stecken. Wenn er mir das als Mann so mit auf den Weg gibt, werden da bei mir natürlich auch Gedanken so angestoßen, die ich vorher so gar nicht hatte. Man hat jetzt natürlich Bedenken, dass er sich vielleicht, sobald er draußen ist, sich dann eher so abwendet von mir. I am lost since you're gone. Roller gefahren durch die halbe Insel oder so, richtig ans Meer, ne? Voll weit. Aber ich und Max sind auf jeden Fall No Match, haben wir herausgefunden. Habt ihr ein bisschen gesprochen? Das ist ein bisschen leichtgläubig, so, weißt du? Was? Leichtsinnig ein bisschen. Sie hat mir erzählt, er möchte nicht, dass, wenn die draußen sind, ne, dass sie irgendwie so schreiben, sondern nur SMS. Das ist schon krass, ne? Wer möchte? Hammer, du, Alter. Ja, irgendwas stinkt hier, ja. Weil er hat kein Internet, Internet-Roaming, fett. Digga, welchen Jahrhundert leben wir, Alter? Wir leben ja nicht in der Steinzeit hier. Also, heutzutage hat ja jeder Internet. Digga, wer hat keine Flatrate, Alter? Und da habe ich mir gedacht, so, was? Ich so, das ist krass. Aber du, was ist hier los? Da steckt sowas. Wir haben ja bei dem Date darüber gesprochen, dass er so wissen wollte, wie es für uns dann auch danach weitergehen kann und sowas. Dann kam dieses Thema einfach nur auf, dass ich erzählt habe, dass du nicht so der Sprachnotiz-Fan bist und dass du halt quasi keine Internet-Flatrate hast, wenn du außerhalb bist, ne? Kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du kein Netz hast. Sogar meine Mama hat Netz. Das stinkt ein bisschen. Ja, das habe ich ja gesagt, Alter. Der sagt, der hat kein Internet. Aber der wohnt in Deutschland. Jeder Reality-Star hat ein bisschen Datenvolumen. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass ein Reality-Star kein Datenvolumen hat. Da habe ich gesagt, das hört sich schon komisch an, als hätte eine Frau draußen oder eine Freundin. Weißt du, was ich meine? Wer weiß. Oder mehrere gleichzeitig. Keine Ahnung. Er sagt, dass du hier quasi eine Freundin hättest außerhalb. Pharrell schließt Schlüsse, dass ich, weil ich keine Internetflat nutze, irgendwie was verheimliche. Ich habe auch gesagt, du kommst halt für mich rüber wie ein sehr ehrlicher Mensch und ein sehr loyaler Mensch. Und dass ich das halt nicht glaube. Aber dass natürlich, wenn jemand dir so ein Floh ins Ohr setzt, ja, dass ich dich trotzdem darauf ansprechen muss. Sowas ist kompletter Bullshit. Ich würde am liebsten
laut und herzlich drüber lachen, weil was anderes fällt mir dazu gar nicht ein. Ich nutze halt keine Internet-Flat und komme trotzdem gut klar. So einfach ist das. Jeder, der mich kennt über ein paar Jahre, der weiß, dass ich noch nie in meinem Leben eine Internet-Flat genutzt habe. Noch nie. Ich bin, wenn ich rausgehe, nicht erreichbar. Es gibt an jeder Ecke irgendwelche WLAN-Hotspots, in die ich mich einloggen kann. Und ich sage mal, ich genieße das. Warum? Weil wenn ich rausgehe, dann brauche ich kein Social Media. So. Einfach ist die Geschichte. Ja. Ich bin mir zu 100% sicher, dass mir Isabel glaubt. Das war jetzt mein Job, das wieder auszubügeln. Das ist mir zum Glück gelungen. Oh. Jemand wird heute leicht erwischt. Ja.